Antenne Brandenburg am Nachmittag. Antenne Brandenburg. Mit Jasmin Schomba am Freitag. Wochenende kann man gar nicht oft genug sagen, was da in Luckau los ist. Darüber sprechen wir gleich hier bei Antenne am Nachmittag. Jetzt erstmal Mucke fürs Wochenendgefühl. Joan Jett and the Blackhearts. I love Rock'n'Roll. Antenne Brandenburg ist hier. Das Wochenende ist schon ganz nah. Und wenn Sie morgen noch nichts vorhaben, dann haben wir hier vielleicht einen kleinen Tipp für Sie. Die Kahnnacht in Luckau. Auf Kähnen fahren Bands durch den Luckauer Stadtgraben und na klar, machen auch auf den Kähnen Musik. An jeweils 5 Stationen spielen sie ein Konzert für die Besucher am Ufer. Mit dabei ist zum Beispiel der Pudis-Gitarrist Quaster und es gibt auch Country, Irish Folk bis hin zu Schlager. Also für jeden was dabei, sagt Veranstalter Tino Wolf. Das ist ja das Schöne an der Kahnnacht. Man kann sich ans Ufer setzen, man kann zuhören, man kann zugucken und einfach die Kähne erleben. Am Rand stehen dafür auch Bänke zum Verweilen und na klar, eine Bratwurst und ein kühles Getränk gibt's natürlich auch. Das alles ist möglich trotz Corona. Nur eine Sache müssen Sie beachten bei der Kahnnacht. Wir haben keine Maskenpflicht, wir haben keine Testpflicht, aber wir haben eine Kontakterfassung. Das heißt, an allen Stationen wird es eine Art Check-in geben, wo man sich ganz einfach entweder über Zettel und Bogen oder über Luca-App registriert. Alle von uns erfassten Besucher erhalten ein neonfarbenes Bändchen und mit dem kann man sich dann quasi auf dem Veranstaltungsgelände frei bewegen, ohne dass man noch kontrolliert wird. Start in Luckau ist morgen um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei und ein Highlight ist dem Veranstalter Tino Wolf noch besonders wichtig. Der schönste Moment der Kahnnacht ist eigentlich dann der Übergang vom Hellen zum Dunkelwerden, wenn dann die LED-Beleuchtung an die Station so anspringt, wenn man sieht, dass sich das Licht so ein bisschen in dem Stadtgraben spiegelt. Das ist so eigentlich der schönste Moment. Und der schönste Moment für den Veranstalter ist auch, wenn wir wissen, es läuft alles glatt, das Wetter hält und die Besucher und Musiker sind glücklich. Na, eins kann ich zumindest schon mal sagen, das Wetter sollte halten. Es wird also schön zur Luckauer Kahnnacht. Stressfrei hin und zurück kommen Sie auch per Zug von Lübben nach Luckau. Der Förderverein Niederlausitzer Eisenbahn bietet Pendelfahrten an. Vielleicht auch ein kleines Highlight. Schönes Wochenende wünscht Antenne Brandenburg.